Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wie immer mit dem Hugio und... Also die letzte Folge war ja richtig, richtig, richtig heftig. Und ich hoffe, dass wir diesmal rauskommen, dass wir diesmal entkommen können. Ohne so ein, naja, Krimskrams. Was sagst du? Vorausgesetzt, wir finden jetzt noch um diese Uhrzeit ein Spiel. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Denn wir haben eine ziemliche Aufnahmesession schon hinter uns. Ja. Wir sind seit gut, boah, lass mich lügen. Ich glaube seit knapp 16 Uhr nehmen wir auf. Ja. Das haben wir kurz vor 12. Sind ein paar Stunden, aber wir drücken einfach mal auf bereit und gucken, was passiert. Genau, so sieht's aus. Hä? Oh mein Gott, es startet. Okay, aber die eine Mac, ne? Hast du gesehen, was die für einen Skin hatte? Nein. Diesen. Auf jeden Fall, dass die ziemlich high level ist. Oh. Dieser ich hab Skin, gar nicht drauf geguckt. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Mit diesem Glitzerzeug, mit diesem orangenen Glitzerzeug. Glitzern die nach einer Zeit wohl? Ich weiß das überhaupt nicht, wie das ist mit den Leveln. Also, ich hab das bis jetzt nur bei High Level gesehen, die irgendwie Blut Level 3 schon hatten. Okay. Oh Gott, ich habe hier eine Motte drin. Ist sie doch. Später. Oh, später. Ja, es sind gute Eiweißquelle, ne, muss man sagen. Insekten. Ja, nee, ist nicht so mein Ding. Da stehe ich mehr auf Steaks. Steaks von Menschenarm. Von Babyschenkeln. Okay, das war jetzt echt makaber. Ja, ich weiß. Aber es ist ja auch schon spät. Also mit Babys und so. Da ziehst du also die Grenze. Ja, da ziehe ich wirklich die Grenze. Oh Mann. Okay, gut. Ich nehme es zurück. Das ist zu spät. Okay, Illusion zerstört. Lamia Black ist auch einfach nur durchgeknallt. Warte mal, ich sehe dich. Ey, warten Sie mal. Oh, scheiße, es ist der Geist. Sehe ich ihn irgendwo? So, konzentrieren, ne? Ja. Okay, hat sich sichtbar gemacht. Ich hasse den Geist. Ich auch. Aber wir sind heute bisher nur einmal dem Doktor begegnet und der hat noch relativ human gespielt. Ja, das war gleich das erste Spiel. Ja. Krass, nicht ein Fähigkeitscheck. Was? Du Sack. Ich würde gerne da hinten langlaufen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Wo bist du hingelaufen? Ich laufe mit der anderen genau in die andere Richtung. Okay, gut, dann komme ich hinterher. Der Typ, der macht halt extrem viel mit sichtbar und unsichtbar. Ja. Ist der eigentlich die ganze Zeit nur am Klingeln? Ja, ist der Glocken-August. Oder Bimmel-Heini. Ich hab den halt noch gar nicht gesehen. Ich kann nicht einschätzen, wo der ist. Ich auch nicht. Ich höre den nur. Weißt du, was ich gemerkt habe? Das war so die letzten paar Wochen. Auf der Map rennen immer alle zu dem Schulbus. Und da rennt auch immer der Killer hin. Ich weiß nicht warum. Also da ist auch ein Generator. Aber irgendwie scheint es dort so ein Anziehungspunkt zu sein. Das war, wo ich zuletzt gespielt habe, da habe ich ja wirklich zwei Nächte oder so durchgespielt. Und da war immer sind sie alle zum Bus. Ich finde den irgendwie jetzt nicht so anziehend. Ich auch nicht. Ich finde den eher bedrohlich. Ja, weil er so verwinkelt ist. Der bimmelt hier die ganze Zeit rum. Der macht es, glaube ich, um uns nervös zu machen. Damit irgendeiner von uns anfängt zu rennen, weißt du, dann sieht er uns besser. Oder es ist ein netter. Der einfach nur rumbimmelt so aus Freude. Naja, weil bisher wurde keiner angehittet, ne? Stimmt. Und der ist die ganze Zeit nur am Klingeln. Okay. Ich schleich hier wirklich einfach nur rum, weil ich echt... Also bei mir wirkt das echt, was er da macht. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Ja, der Killer ist gerade hier bei mir. Oder bei uns. Echt jetzt? Na toll, ich laufe in eure Richtung. Pass auf, der ist auf jeden Fall hier irgendwo. Okay, jetzt hat er sich wieder unsichtbar gemacht.
Da ich hinten wollte da zu Haus, dem Generator. Also da hinten beim Haus ist auf jeden Fall einer. Ich war da so ein bisschen nervös, weil noch keiner angehittet wurde und man nicht ungefähr, ja wenigstens grob einschätzen kann, aus welcher Richtung jemand kommt. Lol, das ist ein Netter. Echt? Der steht... der stand genau hinten... Ja, der steht hinter mir, der greift nicht an. Nee. Ich weiß es nicht, ich renn erstmal lieber. Ja, sicher ist das. War hier nicht irgendwo ein Generator, bin ich jetzt bescheuert? Ich habe doch gerade hier noch irgendwo was. Deswegen, das ist ein Netter. Okay, cool, wir haben hier einen, der lässt uns farmen. Anscheinend, also ich weiß es nicht genau. Ich probiere es jetzt mal. Okay. Okay, nee, der läuft mir auch nicht hinterher. Okay. Durchsuche ich hier jetzt in aller Ruhe die Kiste. Cool. Bin ich gerade bescheuert, aber doch noch irgendwo. Gut, dann gehe ich mal da hinten hin. Dann kann ich auch eigentlich rennen, ne? Ja, der macht nichts. Also der stand eben, ich glaube, 5 Sekunden hinter mir und hat mir dabei zugesehen, wie ich den Generator gemacht habe. Nee. Aber das sind echt so wenig Runden, wo man so viel Glück mal hat. Ja. Weil einfach mal in Ruhe seine Skills ausprobieren kann, ne? Ist ja nicht der Sinn des Spiels eigentlich, aber nee. Ich finde, das muss auch mal sein. Ich glaube, ich bin bei dir, ja? Cool. Deswegen, mich hat das schon gewundert, warum er so viel dimmelt. Ja. Alter, eine Fähigkeit checkt nach dem anderen jetzt, ey. 5 Stück gerade oder 4 Stück gerade gehabt. 4 hintereinander. Er ist ein bisschen ungleich verteilt, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, aber... ich finde es jetzt nicht schwer. Also am Anfang war es natürlich wieder ungewohnt. Ja, das stimmt. So nach einer Zeit groovt man sich da wieder so ein. Grooved? Grooved. Ich habe den Groove. So, den haben wir auch. Sehr schön. Also das mit dem Geist ist ja schon echt merkwürdig. Oh, rufen wir uns mal an. Vorhin, ne? Da hatte ich, oder heute Morgen halt. Oh, ich warte, da ist der Geist. Was macht der? Der greift mich an. Der ist, okay, der ist nicht nett. Von wegen hier. Der hat ich vielleicht vorhin einfach nicht gesehen. Doch, also warte mal. Ich kann jetzt was Dummes machen. Doch, der greift mich nicht weiter an. Echt jetzt? Ich stehe genau neben ihn. Er hat mich nur einmal angehittet. Okay. Soll ich dich heilen? Ja, warte mal. Rennst du vor dem noch weg? Nee, ne? Nee, ich renne hinter ihn her. Cool. Oh, die Musik lässt einen überhaupt nicht irgendwie... Wo bist du denn? Ich laufe gerade in deine Richtung, wo du gerade hin bist. Bei dem Generator, den wir gerade gemacht haben, bin ich... Ich bin jetzt im Generator weiter. Ach so. Am Bus. Am Bus, okay, ja gut, dann renne ich da auch hin. Ja, siehst du, der hat mich nur einmal angehittet, damit er... Punkte bekommt. Ja gut, dann heal ich dich gleich und dann machen wir weiter. Dann kann der uns ja die ganze Zeit anhitten. Machen wir das so, lassen wir uns immer wieder hitten, heilen, hitten, heilen. Ja, so ist ja auch der... Am besten kann man so farmen. Ups. Jetzt kommt er schon. Oh, die liegt jetzt aber. Das bin ich. Achso, das bist du. Hä? Mach keinen Scheiß. Ja, netter Killer hier, ne? Ach, vielleicht, dass ich wiggeln soll. Ja, dann wiggle mal. Oh. Oh, nein, nein, nein! Jetzt liege ich aber auch. Fuck, sicher, dass der nett ist? Ich glaub's nämlich langsam nicht mehr. Oder vielleicht doch? Warte mal, ich renne mal erstmal kurz weg. Okay. Es ist gerade ziemlich strange. sind wir jetzt echt so doof und haben das halt. Entweder er ist so schlecht und wir haben gedacht, es ist ein guter Geist, oder er bringt mich in den Keller. Ja, ich bin gekommen. Okay, du hast dich freigebügelt, ne? Ja. Lol, ist der vielleicht gar nicht nett?
Ja, vielleicht ist es einfach nur schlecht, weißt du, und hat dich vorhin nicht gesehen oder so. Also das ist jetzt gerade ziemlich strange. Pass auf, der kommt zu dir, ne? Ja, aber der sieht mich gerade nicht. Ich heil mich schnell mal. Der ist so schlecht. Ich weiß jetzt nicht. Das heißt, der ist einfach nur schlecht? Ist das ein Farmer oder jetzt nicht? Ja, ich weiß es nicht. Okay, ich hab gerade festgesteckt. Bist du geheilt? Ja. Okay, gut. Dann repariere ich jetzt auch nochmal. Ohne Scheiß, ich weiß es gar nicht. Jetzt bin ich wirklich. Ich bin auch verwirrt. Ich hab gedacht, es ist einer, der einfach nur vielleicht Punkte farmen möchte. Nee. Er ist auf jeden Fall da hinten, ich sehe ihn. Okay. Aber wir brauchen ja eigentlich keinen Schuss zu haben. Nee. Er kommt, glaube ich. Nee, er kommt noch nicht zu uns. Ja, dann lässt uns vielleicht erstmal den Generator hier machen. Okay. Machen wir einfach mal die Tore auf, ne? Wollen wir das andere Tor gleich auch noch aufmachen? Ich meine. Ja, auf jeden Fall. Wenn die das nicht schon aufmachen. Ja. Ich möchte ihn eigentlich noch ein bisschen ärgern. Ja, ich auch. Der ist auch, glaube ich, bei uns in der Nähe, oder? Ich höre den irgendwie schnaufen. Okay, also das ist so strange. Man weiß es nicht. Ist der einfach nur schlecht oder ist der einer, der einfach nur ein bisschen leveln will? Vielleicht ist das ja einer von den Besoffenen. Das könnte auch sein. Einer Komm, von den wir laufen Besoffenen einfach mal. Ja, laufen wir einfach mal durch. Vielleicht finden wir auch noch machen wir ein paar Totems kaputt oder so. Generator, genau. Ja, sag mir Bescheid, wenn du einen Generator findest. Aber wo bist denn du, Scheiße? Ich hab dich verloren. Ich bin hinter dir. Oh, ah, da kommt der Geist. Dann läuft der da einfach nur hinterher. Okay, da macht jemand ein Totem kaputt. Ist hier vielleicht noch was? Ist das Tor da hinten offen? Genau, nee, kannst du mal machen. Kriegst du Punkte. Mhm. Oh, Scheiße, wo war denn das andere Tor? Hier, bei mir. Ich dachte, du bist hinter mir. Hä? Wo bist du hin? Tor. Was? Tor. Ah, da drin. Nee, Scheiße, ich hab mich verlaufen. Ich bin gerade beim Bagger. Siehst du meinen Lichtstrahl? Doch, am Bagger. Doch, am Bagger, komm. Hä? Wo bist du? Ich seh dich einfach nicht. Ach, du Scheiße. Jetzt hier. Nein, zurück. Hier. Da ist es. Komm jetzt schnell. Ich glaube, der meint es doch jetzt ernst. Oh. Na, Spaß wurde ernst und Ernst ist heute 3 Jahre alt. Ja gut, aber wir. Warum gehen die anderen schon? Wir können uns doch eigentlich von dem mal so ein bisschen hitten lassen und immer wieder heilen. Obwohl ich weiß es halt nicht, ob der jetzt gut ist oder nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der ist nicht gut. Okay, aber dann lassen wir uns schnell noch hitten. Bevor wir rauslaufen, können wir uns hier mal so. Ich meine, wir sind ja geheilt, da können wir uns einmal dingsen lassen. Wir ziehen das einfach mal alles in die Länge. Ja, genau. Seid uns nicht böse. Aber ich habe das auch noch nie gemacht. Also, ich habe noch nie in Dead by Daylight gelevelt, weil ich ehrlich gesagt immer Schiss vor den Kellern habe, dass sie mich dann doch noch erwischen. Also, machen wir das jetzt hier zum ersten Mal. Willst du was Cooles sehen? Kommt er überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Nicht, dass er jetzt lieft. Ja, da kommt er. Doch. Vielleicht kann ich ihn ja auch anstrahlen. Aber mich hat er vorhin auch mit einem Schlag K.O. gemacht, ne? Also echt? Aufpassen. Ja. Sicher, dass du da nicht angehittet warst? Nee, er hatte mich mit einem. Wo ist denn hier die Linie? Ich glaube, das ist. Da ist die Linie. Ja, hier ist die Linie. Okay. Dann kann er noch mal hitten, kriegt ein paar Punkte. Wir kriegen noch ein paar Punkte. Ja, du hast eine Adler, eine Krähe. Ja, pass auf, du kriegst gleich auch eine. Krieg ich nicht. Doch. Weil ich cool bin. Doch. Da lang. Wie macht man das? Auf der 1 und auf der 2. Ach, tatsächlich. Da lang. Ey, du da. Warte mal. Nee, komm mal her. Also bleib mal so stehen. Nee, stell dich mal wieder hin. Ach, hör jetzt auf. Hey. Hey. Ey, du da.
Leute, das Alter, Spiel? Was ist denn los? Das Spiel dürften eh keine kleinen Kinder gucken. Nee. So, Geist, wo bist du? Weißt du, du wirst doch jetzt hier schon angezeigt. Ja, kommen Sie mal bitte, kommen Sie mal bitte. Hitten Sie uns noch einmal. Die anderen Spieler denken sich auch, Alter, was sind das für Lappen? Ja, die denken sich, oh toll, das sind solche Level-Leute. Die sind also, wahrscheinlich schon weg. Also ich mach das sonst echt nie, weil ich einfach nur... Naja, finde ich so ein bisschen doof. So dieses, ihr wisst schon, so ein Level lassen. Okay. Indem ich hier rüber rutsche. Vielleicht sieht das, ja? Ich glaube, hab ich gerade was gesehen? Ja, der ist auf jeden Fall unsichtbar. Ja, ich glaube, ich habe da drüben, hatte ich dann eine Bewegung gesehen, ich weiß es nicht. Kommen Sie mal her, kommen Sie mal her. Doch, da ist er. Da kommt er, da kommt er. Okay, gut, wir gehen jetzt hier mal ganz locker raus. Ja, komm, hit mich, hit mich. Ich habe ihn geblendet. Hit mich, los, hit mich. Okay. Sehr gut. Nochmal ein paar Punkte abgestaubt. Alter, wie viele Punkte das einfach gab, nochmal. Ja, eben, deswegen. Alter, ich hab richtig viele Punkte bekommen. Oh, ich bin wieder überlebender Rang 19. Ah, wieso hat er die Lobby verlassen? Ich wollte nur noch fragen, warum er das gemacht hat. Ob der jetzt gut oder einfach nur, also ob der lieb oder einfach nur schlecht war. Also teilweise dachte ich wirklich, der wäre lieb, aber dann hat er uns halt, keine Ahnung, ich glaube, dann war er doch schlecht. Ja, dann, wo er mich in den Keller getragen hat, weißt du, habe ich auch gedacht, also, warum trägt er mich in den Keller? Ja, das war dann doch ziemlich strange und dann dachte ich mir, okay. Vielleicht doch nicht so lieb. Oder dass der halt gleich zweimal dann so auf uns draufgehauen hat, weißt du? Ja, und mich wollte er ja dann auch wegbringen, aber der war mit dir beschäftigt. Also, das war echt strange. Also, die Taschenlampe ist echt gut. Und Level 17. Oh. Ah. Glückwunsch, Glückwunsch. Der Glückwunsch dazu. Und es ist 0 Uhr. Okay, okay. Gut, dann die letzte Runde jetzt und dann... Na. Dann ist Zapfenstreich. Dann ist Zapfenstreich. Also für mich. Die Lamia weiß ich nicht, was die macht. Ich werde wahrscheinlich Folgen schneiden und so. Ja. Ja. Das ist alles der klar, Plan. Alles klar, dann lade ich dich mal in eine Lobby. Genau. Aber es macht auf jeden Fall wieder richtig Bock. Also ja, das stimmt, das stimmt. Ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Aber alleine hat man halt nie die große Lust, ne? Ja, deswegen ist es auch so, wenn man erstmal angefangen hat, dann ist es wieder ganz cool. Aber erstmal so dieses, anfangen das wieder zu spielen. Oh, da ist ein Russe bei. Ein Russe. Die spielen meistens am krassesten, finde ich. Ja, und die Koreaner. Und die Koreaner. Ja, mit Koreanern habe ich bisher noch nicht gespielt, aber die meisten Russen sind bei Dead by Daylight ziemlich krass. Also sowohl die Killer als auch die Überlebenden. Neumond. Oh ja. Oh, das dunkelstes Mondlicht. Oh, das wird jetzt eine sehr dunkle. Ja, gut für uns eigentlich. Ja, aber das heißt, wenn da auch wieder so eine Opfergaben bei sind, dass die ein bisschen besser sind, die Leute. Also schon ein bisschen höher gelevelt sind. Ich hätte auch jede Menge Opfergaben, aber ich benutze die immer nicht. Das ist so schlimm. Ja, ich hab's, glaube ich, schon wieder vergessen. Ja, ich vergesse es jedes Mal. Doch, also Add-ons mache ich wirklich die Taschenlampe gerade. Habe ich eben wieder eine bekommen. Hm. Weil die finde ich eigentlich relativ cool. Hast du ein Add-on jetzt mit dazu gemacht zur Taschenlampe? Ja, sogar zwei. Hä? Man kann doch nur ein Add-on, glaube ich, dran machen, oder? Also die Taschenlampe und dann kannst du doch zwei Zusatzdinge dafür. Achso, das eine ist... Oh, der Kettensägenmann. Ich wollte gerade schon sagen, zum Glück... Scheiße, er kommt direkt auf mich zu, glaube ich. Oh Gott, der ist direkt neben mir oder so. Ja, da läuft er lang. Ich habe mich gerade einfach nur schnell ins Gebüsch gehockt. Zum Glück ist es nicht der Fallensteller, sonst wären wir jetzt am Arsch. Die würden wir nicht sehen. In dem hohen das stimmt natürlich. Oh Gott, der läuft in einer Tour an mir vorbei, der Typ. So, ich bleib hier jetzt einfach mal sitzen. Der ist bei mir. Oh, das ist natürlich weniger gut. Und er ist einfach wieder vorbeigelaufen. Nee, das ist gut. Ich versuche mich jetzt hier irgendwie
wegzuschleichen, ohne dass der mich sieht. Aber in dem... So, wo es jetzt dunkel Scheiße, ist... Scheiße, er hat mich getroffen. Nee. Das ist kein Lieber. Oh. So, mal gucken, gibt es hier irgendwo einen Generator? Irgendwie bin ich hier immer auf der falschen Seite von der Map. Und irgendwie hängt er mir ziemlich am Arsch. Oh. Ist natürlich weniger gut. Alter. Er ist genau hinter mir. Oh. Ah. Nein. Ah, der lässt echt nicht los. Okay. Das Problem ist, ich glaube, der hat mich auch nur gesehen, weil ich auf einmal gerannt bin, weil er halt so schnell bei mir war. Ja. Musst mir mal sagen, ob andere näher bei dir sind als ich. Ja, oh, einer Scheiße. Ist da. Fuck. Okay, der scheint nicht zu campen. Nee, der geht weiter. Ja, der kommt jetzt bestimmt zu mir. Ja, der kommt zu mir. Nee, der geht. Ich hatte gerade kurz Herzklopfen. Also nicht ich, sondern... Weißt ja, ich hab auch Herzklopfen. Nee, das heißt, er kommt wieder zu dir zurück. Ja, jetzt ist er im Gebäude drin. Oh, er hat mich auch wieder direkt erinnert. Nee. Ich will wenigstens meinen Generator hier fertig machen, das gibt's nicht. Ja, ich glaube, das war eine schnelle Runde für den Video heute mal. Ja, sonst trifft's mich immer. Heute bin ich das erste Opfer. Ja. Aber ich glaube, das sind auch diesmal ziemlich. Alter. So, jetzt laufen wir einfach. Wenn er mich jetzt schon wieder hat, ne? Ich kack in den. Ja, natürlich. Natürlich! Klebt er dir am Arsch oder was? Ja. Ne. Okay. Der erste Generator läuft. Was ist denn mit den anderen? Die machen keine Generatoren oder was? Nee, die gucken mir beim Verrecken zu. Ah, super. Nein, 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 nein. Kacke. Wo liegst du da hinten? Okay. Ja, ich bin tot. Nein. Echt jetzt? Ah ja, du hingst jetzt schon zweimal, ne? Ja. Scheiße. Okay, dann gehe ich gleich weiter und guck nach Generatoren. Und er hat wirklich immer nur, er hat immer nur auf mich gehauen. Oh, super. Das war's, liebe Leute. Es tut mir voll leid. Ach, Quatsch. Jetzt kann ich mich zurücklehnen und dir einfach zugucken. Das ist auch mal was Schönes, ne? Ja, Leute, das war leider eine kurze Runde von mir. Und leider habe ich jetzt auch wieder den Blutpunkt verloren und bin wieder überleben der Rang 20. Wir gucken natürlich zu. Und gucken natürlich der Lamia zu. Oh scheiße, er hat die nächste aufgehängt. Kacke, kommt er jetzt genau zu mir oder was? Also der Typ hat auf jeden Fall schon bessere Perks, glaube ich. Gehe ich stark von aus. Weil der wusste immer, wo ich bin. Oh scheiße, jetzt hat er die schon runtergeholt. Natürlich, naja. Ah, du hast wenigstens 250 Punkte für Helfen bekommen, auch wenn du ja nichts gemacht hast. Auch wenn ich. Ja, weil ich halt in die Nähe gegangen bin, ne? Oh, Kacke. Nein, 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 rennt bloß nicht zu mir hier. Oh Gott, Kacke. Nee, er verfolgt immer die, die schon mal gehangen hat. Ja. Ja, ist auch eigentlich sinnvoll, ne?
genutzt. Krass, dass er dich nicht sieht, ne? Ja. Ja, weil es so dunkel ist und hier in dem hohen Gras. Ist nicht so leicht. Es ist nur die Frage, campt der oder nicht? Oh, krass, ist schon wieder runter, die Alte. Oh, cool. Ja, jetzt kommt er natürlich wieder her. Oh, fuck, krass, Alter. Er sieht dich einfach nicht. Oh, Gott. Ich muss jetzt mal ganz kurz warten, bis der hier ein bisschen weg ist. Dann mache ich nämlich den Generator hier weiter. Okay, der läuft da hinten rum. Ach ja. Einfach zurücklehnen und das Spiel genießen, ohne irgendwelchen Druck zu haben. Ja, hat auch was, ne? Konzentrier dich, ja? Alle gucken dir zu. Ja. Oh. Oh, fuck! Boah, Alter. Boah, der kann mit der Kettensäge umgehen, scheiße. Ich sag ja, das ist auf jeden Fall einer, der spielen kann. Der ist gar nichts. Also, da war der Geist eben gar nichts gegen. Oh. Oh scheiße, natürlich direkt neben dem Haken, das passt wieder zu mir. Alles klar. Die anderen machen alle Generatoren. Ja. Soll ich die sehen auch nicht so aus. Ah, ich weiß nicht, ich würde warten. Weil echt 4%, das ist so gering. Ja, es hat schon mal bei mir geklappt. Ja, bei mir hat es auch schon mal geklappt. Aber guck mal, der eine kommt schon. Nice. Er schreckt natürlich jetzt gerade alle Krähen auf. Komm, komm, komm. Danke, danke. Noch bevor ich kämpfen musste. Sehr gut. Ja, das heißt, du kannst noch mal einmal aufgehangen werden. Pass auf, der kommt. Ja. Scheiße, renne ich jetzt in seine Richtung. Ah, fuck! Oh, nein! Ich sag ja, der klebt dir wie Herpes am Arsch. Und der sieht auch noch so aus wie Herpes, ohne Scheiß. Ich wusste halt nicht, in welche Richtung der geht. Hätte ich das gewusst, wäre ich in die andere Richtung gelaufen. Oh, das gibt's doch nicht. Na, immerhin kannst du noch kämpfen. Ja, und der andere und ist noch da. Der sitzt da einfach. Jetzt weiß ich halt nicht, in welche Richtung der gegangen ist. Nein, 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 heil mich nicht, ich kann mich selber heilen. Warte, du brauchst. Er ist sowieso gerade nicht hinter dir her. Doch, 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 der kommt. Und er ist wieder hinter dir her. Echt, hat er mich gesehen? Scheiße! Ja, er hat dich gesehen. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ja, schade. Das heißt, das war's jetzt auch mit Lamia. Ja. Scheiße. Tja. Ja, wir brauchen einfach erstmal bessere Perks, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen lernen, wie man am besten flieht. Du guckst du den anderen noch zu? Weiß nicht. Oh, scheiße. So, jetzt ist bei mir schon wieder ein so ein weißes Ding weg. Das heißt, ich komme nie auf meinen Rang 19. Das gibt's nicht. Mein Erste-Hilfe-Kasten habe ich verloren. Toll. Ich habe meine Taschenlampe auch verloren. Ja, können wir mal gucken, was die... Alter, ja, der Killer hat einen Haufen Perks. Und zwar nur sehr seltene. Spione des Schattens. Ja, unerbittlich. Der Ruf einer Krankenschwester. Die Aura-Lesefähigkeit. Die Aura von Überlebenden, die heilen oder geheilt werden, werden dir angezeigt, wenn sie sich in 28 Metern Umkreis befinden. Ja, guck mal. Das ist klar, dass wir mit einem Perk da überhaupt nichts reißen können. Höre vereinzelt das Flüstern des Ethnitus, wenn du im Umkreis von 32 Metern eines Überlebenden bist. Okay, gut, der ist einfach nur voll Bro. Okay. Du guckst nicht zu, oder? Doch, jetzt schon. Oh, toll, jetzt hat er den. Der schnetzelt alle nacheinander weg. Na denn. Gucken wir mal zu, wie die noch am Verlieren sind und dann beenden wir diese Folge. Ja. Und auch die Aufnahmesession.
Ja, der weiß ganz genau, wo die Leute sind. Hast du ja auch vorhin gesagt, du hattest das Gefühl, der wusste das die ganze Zeit. Jetzt auch. Ja, und, der weiß ganz genau, wo die ist. Oder der. Boah, er startet auch schon jetzt Fluchtversuche. Ja, das nice! Das war's. Oh, aber trotzdem, ja, ja, ja. Ja. Ich will nicht wissen, wie lange der schon spielt. Zu lange für uns. Und dennoch auch noch mit denen, also man muss wirklich mit dieser Kettensäge umgehen können. Das stimmt allerdings, das stimmt. Ich habe es nur einmal probiert, ich fand es gar nicht so leicht. So, das war's. Das war's. Dann gehe ich jetzt mal hier raus. Alles klar. Das war's. Oh, ich habe nur 2000 Punkte. Oh, Alter, was der für Perks hat. Ja, ja, sag ich doch, der hat einen Haufen. Einen Haufen. Der ist auch, der ist nur Killer Rang 18. Ja. Na gut, es ist halt, oft wird dann der Lauf unterbrochen, wenn du dann mal ein Team hast, also in unserem Fall, wenn du halt einen guten Killer hast, der einfach alle wegschnetzelt, oder bei ihm, wenn du ein richtig gutes Team hast, gegen das du kämpfen musst, dann plötzlich ja. Kommst du halt nicht weiter, ne? Okay, ich bin Stufe 8. Nice. Oh, ich habe jetzt auch diesen kalter Rückenschauer. Cool. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe den Perk drin und ich merke bisher nichts davon. Kalter Rückenschauer. Okay. Oder vielleicht macht es ja irgendwas und ich denke, das wäre normal. Ein natürliches, unnatürliches Schauern warnt dich vor drohenden Unheil. Sei gewarnt, wenn der Killer genau in deine Richtung schaut und im Umkreis von 12 Metern steht. Während das Rückenschauern aktiv ist, hast du eine 10%ige erhöhte Chance, den Fähigkeitscheck zu generieren bei einer 10% verringerten Erfolgszone. Das ist aber auch doof. Ja, naja. 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 Okay. Okay. Dann beenden wir diese Folge jetzt. Ja. Und wir bedanken uns schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch bitte mal auf beiden Kanälen vorbei. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert uns, liked das Video, teilt das Video und Daumen nach kräftig oben, in die ne? Kommentare. Genau, Daumen nach oben, das Däumchen muss grinsen. So sieht's aus. Alles klar. Also dann vielen Dank und ciao.